Ja, mal wieder eine weitere Folge von meinem Bulli-Ausbau. Ich bin jetzt hier im Keller, falls das so ein bisschen hallt, weil es draußen extrem regnet. Und das ist so eine unschöne Sache, wenn man dann die ganze Zeit in der Garage sitzt bei dieser hohen Feuchtigkeit. Deswegen heute mal im Keller. Wie ihr seht, habe ich schon einiges hier an Holz mir im Baumarkt direkt zuschneiden lassen. Ich hatte mir vorher hier meine Liste gemacht, in welchen Maßen ich was haben möchte. Das soll so das erste Untergestell werden für mein Bett auf der einen Seite. Und ich will mal schauen, ob das so vom Gedankengang her passt. Wenn nicht, kann ich das Holz immer noch nutzen für die gegenüberliegende Seite. Da kommt eine kurze Liegefläche hin mit einem Stück, was man ansetzen kann, für den Fall, dass man zu zweit unterwegs ist. Weil im Regelfall werde ich wahrscheinlich doch größtenteils allein unterwegs sein. So die kurzen Touren. Deswegen. Was ich noch weiter brauche, ist diese Flacheisen, um das Ganze dann hier nachher vernünftig und fest auch zu verbinden. Davon habe ich zwei Stück. Für das mittlere Verstärkungsstück, also die Mittelstrebe. Für die Seiten habe ich mir jeweils welche von diesen Winkeln geholt. Die kommen hier rein. Die kleinen werden für die Füße genutzt, wie ihr sehen könnt. Und das Ganze auf der gegenüberliegenden Seite natürlich auch jeweils so in die Ecken die Winkel. Dann brauchen wir noch zwei wieder für den oberen Bereich hier. Und je nachdem, wie stabil das Ganze gleich ist, wollte ich hier in der Ecke auch nochmal einen Winkel setzen. Da bin ich mir aber noch nicht ganz schlüssig. Das entscheide ich dann, wenn ich meine, dass es nicht stabil genug ist. Ich werde das Ganze hier mit Spax-Schrauben verzinkt 4x30 mm machen. Diese 3,5x16 werde ich nachher für den Klavierbügel, wie heißt sie denn, brauchen für meine Klappe, aber dazu nachher. Ja, erstmal habe ich hier alles, was ich brauche, mein Akkuschrauber, der Akku hängt noch am Ladegerät, den hole ich jetzt mal eben. Und Zollstock, Winkel, Schrauben und eine Portion Hoffnung, dass es was wird. Was ich noch vergessen habe, ist mein Bit-Satz hier, diese Schräubchen, also die Aufsätze zum Schrauben. Mal hier festziehen, der Akku ist drin. Das Ganze dreht sich. Die erste Schraube raus. Und ich fange mal an mit den Winkeln für die Verstrebung. Jetzt stehe ich wahrscheinlich genau vor der Kamera, aber das lässt sich nicht ganz vermeiden. Weil ihr ja auch was sehen wollt. So, jetzt muss ich den Rest erst noch einmal hier entfernen, um das Ganze vernünftig zu fixieren. Mal gegenhalten, dass das auch schön bündig ist. Das sieht gut aus. So machen wir das. Wobei, nein, so mache ich es nicht. Seht ihr, schon der erste Denkfehler. Aber ist ja noch früh genug. Den Scharnier sollte man schon mittig ansetzen und nicht so kurz vor knapp, damit das Ganze dann auch vernünftig
sitzt. So. Das Schöne ist ja bei diesem weichen Kiefernholz, dass man mal eben so von Hand andrücken kann. Spacksschraube nehmen. Und mal hier eindreht und dann sitzt das Ganze schon bei der ersten Schraube relativ fest. Da nehme ich jetzt gerne mal das hier als Unterfütterung, damit ich auch schön gerade bin. Also hier so von anderen Fuß. Auch flach hinlegen und nicht mit der hohen Seite, sonst kann es ja nicht passen. Das Ganze ausrichten, damit es nachher auch perfekt passt. So, neue Schraube. Und auch die werde ich von Hand erst so ein Stück andrücken. Und dann mit dem Akkuschrauber, mit links ist natürlich nicht meine Stärke. Seht ihr, das ist immer so der Hang. Auf ein neues. Ja, so, wenn der erste erstmal sitzt, ist alles gut. Ja. So werde ich das jetzt noch mit ein paar Winkeln weitermachen. Jetzt sehe ich gerade von der Kameraeinstellung, ihr habt gar nicht ganz viel gesehen, wie ich schraube. Aber ihr wisst ja, wie man schraubt. Ich habe das jetzt heute das erste Mal auf dem Stativ stehen. Bin ich nicht gewohnt. Also da habe ich jetzt gerade einmal unten und einmal an der Seite verschraubt. Und so ordentlich wie ich bin, hier ist eine Mülltonne. Und jetzt schraube ich mal ein bisschen weiter und zwischendurch zeige ich euch noch was dazu. Ja, die ersten drei sind dran, wie man hier schön sehen kann, vernünftig verschraubt, hier mit diesem T-Stück und hier auch mit einem einzelnen Winkel. Wie gesagt, das sind jetzt nur die Querstreben, die drankommen und jetzt muss ich gucken, dass ich das mit dem hinteren Stück zusammenkriege. Hab natürlich beim ersten Stück Holz hier direkten Denkfehler gehabt und hatte das quer dran gemacht. Muss natürlich hochkant, weil ich ja das untere Holz nachher kippe und dann ja, ist das ja die Unterkonstruktion. Also daher musste ich den ersten geschraubten Winkel direkt wieder lösen, war aber erst eine Schraube und das Ganze nochmal umsetzen. Aber das wird mir wahrscheinlich noch öfter passieren. Ist mein erster Ausbau und man hat so viele Ideen im Kopf, die ich dann irgendwie auch zu Papier gebracht habe. Aber bis das dann alles umgesetzt ist, das dauert halt ein bisschen. Hier ist jetzt der erste geschlossene Rahmenbereich. Das Ganze macht schon einen recht stabilen Eindruck. Ich will mal schauen, wenn gleich das Mittelstück hier auch nochmal verbunden ist. Und hier im hinteren Bereich der letzte. Dann sieht das schon nicht schlecht aus. Das Einzige bei dem mittleren Teil bin ich am Überlegen, ob ich da von oben vielleicht auch noch einen Winkel setze oder seitlich. Aber das entscheide ich gleich, habe ich glaube ich schon gesagt. Auf jeden Fall läuft es erstmal. Ich muss nur aufpassen, ich habe Wachs am Daumen. Oder Harz, nicht Wachs. Und den habe ich jetzt schon an der Kamera. Nicht so gut. So sieht jetzt erstmal der obere Rahmen vom ersten Bett aus. Es ist mehr oder weniger in der Waage. Der Tisch ist auch nicht hundertprozentig gerade auf dem Fliesenboden hier. Aber so im Großen und Ganzen passt es. Es ist eh schon schwierig, ganz gerade Kiefernlatten zu kriegen, sage ich mal, oder Balken in dem Fall. Ich habe da, glaube ich, mehrere Bund durchgesucht, bis ich bei uns im Baumarkt Holz gefunden habe, was nahezu gerade ist. Ja, wenn noch einer Interesse hat wegen dem Maß, das waren jetzt 200er in der Länge
Und 74x44 mm ist hier die Stärke. Ach, 2000 in der Länge, Entschuldigung. So, jetzt gucke ich mal, wenn ich die Füße dran mache, ob das schon so hält. Oder ob ich... Ach, jetzt fällt es mir auf. Mir fehlt eine lange noch. Ich brauche ja unten die Verstrebung. Seht ihr? So ist das. Muss ich doch noch mal beim nächsten Mal eine mitbringen. Jetzt ist der erste Teil von der Unterkonstruktion soweit fertig. Also, ich habe das Ganze, wie ihr seht, von innen mit Winkeln, von außen mit kleineren Winkeln, dann von unten auch noch mit Winkeln und das bei allen Füßen. Jetzt bin ich am Überlegen, beziehungsweise ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das mache. Und zwar, dass ich hier unten nochmal das gleiche setze wie hier oben zum Stabilisieren. Vorne auf jeden Fall. Hinten muss ich mir noch überlegen, wegen dem Radkasten. Aber da könnte man ja auch eine Aussparung machen. Und dann einmal um den Radkasten rumrum führen zum Stabilisieren. Aber erstmal muss ich sagen, ist das Ganze schon super stabil. Jetzt machen wir mit diesem Klavierscharnier noch den Deckel oben drauf. Und dann ist die erste Bank bzw. das erste Bett soweit fertig. Das Ganze wird eine Liegefläche haben von 1,85 Meter in der Länge und in der Breite komme ich, glaube ich, auf 65 cm, habe ich gemessen. Ja, das entspricht so dem, wenn ich auf dem Rücken liege, dass es bequem ist. 60 cm habe ich im Zelt immer gehabt, auf meiner Isomatte, da war ich auch recht zufrieden. Deswegen 65 auf einer Matratze müsste eigentlich gut passen. Ja, ich habe jetzt noch mal eine extra Runde gedreht zum Baumarkt und habe, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dieses untere Mittelstück noch geholt. Und das verleiht dem Ganzen jetzt echt Stabilität. Hinten habe ich keins dran gemacht, weil ich es erstmal so nachher in den Bulli einbauen will. Und ja, was heißt nachher? Also wenn es steht und wenn der Boden im Bulli drin ist, den habe ich ja auch heute geholt, das muss ich aber alles noch zuschneiden, das werdet ihr dann auch noch sehen. Aber das ist das Grundgerüst von dem 1,85er Bett. Wenn die Platte nachher drauf liegt, die ihr hier seht, da habe ich gerade auch schon dieses Klavierband dran gemacht. Das gibt es leider nur maximal bis 1,20 Meter. Ich habe jetzt einen 1,20er und einen 60er und halt so einen kleinen Spalt dazwischen, der frei ist, aber das wird auch nicht so dramatisch sein. Das Ganze ist eine Kiefernplatte, wie gesagt 1,85, 18 mm stark und hat eine Tiefe von 58 und nicht 60, so wie das ganze Grundgestell, weil ich hier vorne noch 2 cm Luft lassen möchte, um nachher eine Auflagefläche zu bilden mit dem Tisch, der in die Mitte soll. So ist der Plan erstmal, dass ich nachher dann eine Liegefläche hätte von 1,85 mal 1,60 Meter. Ungefähr. Vielleicht ist es auch nur 1,50 breit. Aber das wird sich alles so nach und nach zeigen. Ja, das war jetzt die erste Aktion. Jetzt packe ich eben noch die Platte hier oben drauf. Und das zeige ich euch dann noch. Die Platte habe ich jetzt draufgelegt, wie ich es gerade schon gesagt habe, mit dem Klavierband hinten dran. Aber es ist noch nicht befestigt, weil die Platte an sich ist 5 cm länger, wie man hier schön sehen kann, als das Untergestell. Hat alles bautechnische Maßnahmen, werdet ihr nachher noch verstehen, warum. Wegen Anbauküchenzeile, die hier noch dran soll, wo ich so grob, ich glaube, 60 cm für habe. Aber das sind alles erstmal nur Pläne. Wenn es im Auto steht, sieht es immer anders aus. Deswegen ein Teil nach dem anderen.
Aus diesem Grund schraube ich die jetzt noch nicht fest, aber es wird nachher so sein, wie ihr hier seht, dass man das einfach so öffnen kann, um unten dann an die Staufächer zu kommen und das Ganze wieder schließen kann. Wie gesagt, aber erst, wenn es im Auto ist, wird der Deckel verschraubt. Hier ist diese Auflagekante, wo ich vorhin schon mal von gesprochen habe, aber auch dazu mehr, wenn es dann an den Tisch geht, weil zu viel Plan bringt auch nichts. Jo, das war's für heute mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt oder vielleicht sogar Interesse an Bauplänen habt. Die habe ich so halbwegs für mich zurechtgeschmiert. Das könnte man natürlich auch mal ordentlich zusammenfassen. Also, macht's gut, euer Markus.